Hallo zusammen, hier ist Dave Dolle vom Dolle Gym. Wir sind hier mit SI Online, wunderschön am Zürichsee, bei unserer Sommerserie von Aktivierungs-, Stabilisierungs-, Mobilisierungsübungen. Ein wichtiger Bereich des Körpers ist so der Lendenwirbelsäulenbereich, den stabilisieren. Und den sollte man stabilisieren können, während sich Arm und Bein bewegen. Und dazu zeige ich euch eine Übung. Ich sage dieser Gecko im heißen Sand. Einstiegsposition, Vierfüßlerstand. Hände schön auseinander, die Füße ein bisschen auseinander. Darauf achten, ruhig die Finger ein bisschen spreizen. Hat man ein bisschen mehr Stabilität. Trainiert auch gerade ein bisschen da Griffkraft, wenn man da so ein bisschen dagegen drücken kann. Okay. Handgelenk ziemlich unter der Schulter, also nicht zu weit da vorne. Das macht es eher schwieriger. Also lieber da zu, gerade unten dran. Dasselbe mit den Knie. Ausgangslage ist Knie unter der Hüfte. Nicht da vorne, aber auch nicht schon da hinten. Je weiter hinten, desto länger der Hebel, desto mehr verändert sich alles. Also Ausgangslage, Knie unter der Hüfte. Handgelenk vor allem und die Schultern. Man kann anfangen, indem man gleichzeitig versucht, eine Hand und das andere Knie abzulupfen, abstellen, die andere Seite. Alleweil bleibt da vor allem der untere Rücken ganz stabil. Als hätte man ein Tablet mit Getränk auf dem unteren Rücken, sollte sich nicht bewegen. Da knackige Wechsel. Versuchen, Oberkörper ruhig zu lassen. Die Schultern. Ja, die Schultern nicht irgendwie da verknotzt sein, sondern gute Schulterposition. Der Hals, der Nacken da, ist schön in der Verlängerung. Was man etwa mal sieht, ist, dass man da plötzlich den Kopf aufnimmt. Also den Kopf nicht aufnehmen, sondern Kopf nicht da oben. Kopf da schön, dass der Hals, Nacken in einer sicheren, verlängerten Position ist. Und während der ganzen Übung da versuchen locker zu bleiben. Und da im Bereich Rumpfmuskulatur, Schultern, tun wir die ganze stabilisierende Arbeit verrichten. Natürlich ist das nicht die beste Version, das ist die Einsteigerversion. Wir wollen da die Knie in die Luft. Jetzt sind die Knie da ganz leicht in der Luft, immer noch Hände und Füße am Boden. Und jetzt aus dieser Position versuchen, gleichzeitig Hände und Füße ablupfen und dabei den Rücken ganz still lassen. Knackig, zack, 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 zack. Und Pause. Gecko im heißen Sand. Relativ, ich sage jetzt mal, eine spielerische Angelegenheit, Gecko im heißen Sand. Aber nicht zu unterschätzen, sehr eine natürliche Bewegungsabfolge. Man stützt, man bewegt gleichzeitig eine Hand und ein Knie. Jedes Kind, das mal gekrochen ist, krabbelt ist und dann gekrochen ist oder umgekehrt gekrochen und krabbelt, hat das einmal gemacht. Darum, probiert mal, Gecko im heißen Sand. Schön stabil bleiben dran. Bleibt gesund, bleibt fit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.